Hallo, mein Name ist Karl Dömens, ich bin der US-Korrespondent von RND. Man kann wirklich nicht sagen, dass es dem derzeitigen Wahlkampf hier an spannenden Themen mangelt, aber in dieser Woche ist noch ein dramatisches Ereignis dazugekommen, nämlich die Befassung des Kongresses mit der neuen Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett. Ganze 4 Tage hat der Justizausschuss des Senats für die Anhörung angesetzt. In der nächsten Woche soll der Ausschuss dann seine Arbeit schon abschließen. Und in der darauffolgenden Woche, also unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl, soll die sehr konservative katholische Richterin vom Plenum des Senats dann bestätigt werden. Das ist ein Turbodurchgang, wie es ihn in dieser Form hier in den USA noch nicht gegeben hat. Und nicht nur deswegen sind die Demokraten stocksauer. Trump peitscht quasi in buchstäblich letzter Minute nochmal eine ultrakonservative Kandidatin auf Lebenszeit durch und verschiebt damit die Mehrheiten am Supreme Court für Jahre oder Jahrzehnte nach rechts. Das Ganze ist Teil von seinem Kulturkampf. Themen wie Abtreibung, Waffenrecht und die Abschaffung von Obamacare, da hat er seinen Anhängern bislang in der Substanz wenig geboten. Nun hofft er, mit der Aussicht auf eine Verschiebung des Gerichts, was in der Zukunft sozusagen im Sinne der vor allem konservativen evangelikalen Anhänger entscheidet, bei denen Punkte zu machen. Und tatsächlich mobilisiert das seine Basis genauso, wie es das linksliberale Amerika schockiert. Die Anhörung selber ist vor diesem Hintergrund eigentlich eine Farce. Zum einen wird sie durchgezogen, obwohl rund um das Weiße Haus Corona grassiert und auch 2 Senatoren, die im Ausschuss selber sitzen, mit Covid infiziert sind. Zum anderen geht es überhaupt nicht um Argumente. Am Ende werden die Republikaner alle mit Ja stimmen und die Demokraten alle mit Nein. Hat niemand anderes als Lindsey Graham, immerhin der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses, schon am ersten Tag vorhergesagt. Und genauso wird es auch kommen. Die Demokraten befinden sich in einer Zwickmühle. Einerseits sind sie wütend, weil die Republikaner alleine vom Verfahren her heuchlerisch handeln. Sie haben nämlich 2016 in einer ganz ähnlichen Situation die Bestätigung eines Kandidaten von Obama damals für den Gerichtshof verhindert mit dem Argument, man müsse die Wähler entscheiden lassen und bis nach der Wahl warten. Davon wollen sie jetzt nichts mehr wissen. Die Demokraten sind auch gleichzeitig geschockt, ob der Aussicht, dass tatsächlich das oberste Gericht schon bald das Abtreibungsrecht ändern, verschärfen könnte und wesentliche Teile von Obamacare kippen könnte. Und sie sind befremdet von der Zugehörigkeit der Kandidatin zu einer, naja, obskuren christlichen Sekte, die zumindest ein sehr antiquiertes Geschlechterbild pflegt und schwulenfeindlich ist. Aber die Demokraten sind in der Minderheit. Deswegen dürfen sie das Thema nicht zu hoch ziehen, damit sie am Ende nicht als die großen Verlierer dastehen. Gleichzeitig können sie das Thema Religion eigentlich nicht thematisieren. Das ist in den USA total heikel und würde im Zweifelsfall religiöse Wähler noch in die Arme der Republikaner treiben. Also versuchen die Demokraten, sich zu konzentrieren auf die politischen Auswirkungen dieser Personalentscheidung und auf diese Weise Wähler zu motivieren, zur Urne zu gehen und für Joe Biden zu stimmen. Gleichzeitig diskutieren sie hinter vorgehaltener Hand schon, was sie denn tun könnten, wenn sie, was durchaus möglich ist, am 3. November im Senat die Mehrheit holen. Da gibt es den Plan, das oberste Gericht, was derzeit 9 Richter hat, so weit aufzustocken, personell aufzustocken, aufzublähen, bis sozusagen die konservative Mehrheit neutralisiert ist. Das ist natürlich auch nicht die feine Art und Joe Biden versucht auch zu dem Thema sich möglichst nicht zu äußern, aber der Druck seiner Basis ist relativ groß. So zeigt sich auch bei diesem Thema, wie tief die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft ist und dass der oberste Gerichtshof, der eigentlich über dem politischen Streit stehen sollte, nun selbst total politisiert wird. Die Chancen, dass die beiden Lager vor diesem Hintergrund nach der Wahl
in irgendeiner Weise mal wieder zusammenkommen und wirklich gemeinsam Kompromisse schließen und eine übergreifende Politik machen, die wirken im Augenblick vor diesem Hintergrund ziemlich minimal.